jetzt was Lustiges an. Okay, wir gucken mal rein bei Chabo. Die haben da, ich habe privat ein bisschen weitergeguckt. Die haben da irgendwie zwei Leute gefunden, die da richtig so driftmäßig unterwegs sind. Voll geil. Dann würde ich sagen, gucken wir uns die Rennstrecke an. Volvo gleich drauf haben. Wollte ich gerade sagen, weil die Strecke ist eingefroren. Die ist eingefroren. Wir werden zwar nicht so heizen können wie im Sommer da, aber mal ein, zwei Runden drehen und. Wollen wir direkt? Können wir machen, ja. Direkt mit dem Volvo. Also mit dem Drecks-Volvo. In der. Ja, ja, die sind jetzt. Chabo ist jetzt irgendwie immer bei den Jungs hier und die driften übelst krass und haben so eine eigene Rennstrecke oder keine Ahnung was. Nein. In der Leichenwagen-Edition. Ja. Ihr habt einfach ein Trampolin. Ja. Mit Schutz sogar. Das sieht sehr, sehr dreckig aus. Bro, wer hatte damals ein Trampolin? Die hatten damals auch ein Trampolin. Ich sag euch ehrlich, Trampolin unnormal geil. Ne? Trampolin ist wirklich. Boah. Sehr dreckig. Hast du das auch alleine gebaut? Wahrscheinlich schon. Nee, das ist gekauft. Oh, stutsch weg. Ich bin so ein Hohlkopf. Ich werde mir jetzt den Rücken brechen. Boah. Ich würde gerne mit dem Elvis hier springen. So Hand in Hand. Nächste Woche. Und mich darüber freuen, dass wir im Paradies gelandet sind. Undertaker, es geht. Danke. Oh, scheiße. Ich hasse Trampolins. Das ist nicht mein Ding. Seitdem du den BMW hast, springst du kein Trampolin mehr. Das kann ich mir vorstellen. Ja, scheiß Trampolin, Digga. Was machen wir eigentlich hier? Wieso gehen wir nicht auf die Rennstrecke? Wer hat denn hier diese scheiß Idee gehabt? Bro, fahr du. Wer würde mit mir gerne mal Trampolin springen? Dann bricht das Trampolin einfach durch, Leute. Aktuell. Das ist dein Auto, Digga. Das ist doch nicht mein Auto. Ich bin einfach zweimal Trampolin gesprungen, schon aus der Puste. Boah. Ey, Trampolin springen ist auch unnormal anstrengend, ne? Real Talk jetzt. Boah, Digga. Das ist doch perfekt kalt. Und du siehst, ich habe für dich überhaupt nicht aufgeräumt. Ja, ich weiß, dass es nicht schlimm ist. Du liebst das. Wo ist eigentlich dein Bro? Das ist Berufsschule. Ja, ja, okay. Hä, das ist doch Chabos Auto. Der hat kein. Doch, der hat jetzt auch Ferien, oder? Ja, Berufsschule. Ferien, nice. Dein Handy willst du es nehmen, bevor es nach Husbeck geht? Oh shit, Alter, mein Handy. Dieses dreckige Handy. Ich hab ein Handyprobleme, ich verliere das immer. Hab ich gemerkt schon. Ja. Okay, Junge. Hier kann man sich übrigens anschnallen. Nicht so wie bei euch. Der hat Anschnallgurte, ja. Okay, ich werde mich jetzt auch anschnallen. Ah, warte, bevor du losfährst, ich habe eine Überraschung für dich. Ich hab dir nicht nur dieses Auto gebracht, sondern auch meinen neuen Christmas-Mix, der viel zu spät kam und den keiner gekauft hat. Der Drecksmix. Der Drecksmix. Ja, guck, hier steht Drecksmix. Aber es gibt noch eine Sauer Edition, also keine Christmas Edition. Die können sich die Leute kaufen. Wie riecht das? Scheiße, gell? 12 von 10. 12 von 10? Wow, danke. Ich habe auch meinen eigenen Mix. Der Stani Performance Mix. Ich muss dir einmal kurz zeigen, Leute. Ja, gut, Digga. Habe ich gesagt, dass die alle weg sind? Stani Performance Mix. Hier ist er, Leute. Geil, oder? Wollte ich nur mal zeigen. Bei Candy Camp könnt ihr euch den holen. Ich schmeiß das mal hier hin, nicht, dass es uns gegen die Fresse gleich fliegt. Aber bitte, warte mal. Ja, fahr einfach. Nee, fahr einfach. Ich lass alles auf mich zukommen, Bro. Du kannst auch gerne, wenn du Bock hast, Dinge hier kaputt machen. Wieso fährst du hier lang? Ja, weil da zu ist. Aber nee, doch nicht, aber fährst du hier? Nee, hier ist lustiger. Hier ist lustiger, okay. Oh. Denk dran, mein Fenster ist offen. Ich kann nicht rausfliegen. Oh, Bro. Ich überlege gerade, soll ich den Leuten die Strecke erstmal von draußen zeigen, von der Vogelperspektive? Wollen wir erstmal drüber laufen? Können wir machen. Komm, machen wir das. Wir laufen erst drüber und dann fahren wir mit dem Auto. Wir brettern so richtig danach. Oh. Das ist unser Alge-Fahrzeug. Alge! Das ist einfach das Auto von Knossi. Was macht das Auto von Grosse hier? Darf ich mal dagegen hauen? Kannst du machen, ja. Der ist eh schon im Arsch. Das macht euch nichts aus, wenn ich so gegen die Autos. Alter, unten siehst du. Ey, Bro, ich sag dir ehrlich, die haben absolut. Die haben auch Good Life, ne? Bro, die haben da einfach irgendwo im Haus, im Nirgendwo, haben eine eigene Crossstrecke, können da machen, was sie wollen, können absolut frei reden und das juckt kein Schwein. Das ist so geil, geil. Mann. Geil. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, dass wir zueinander gefunden haben. Vielleicht sind wir Brüder, stimmt. Bro, oh, da sind, sag doch was. Ich rutsche hier fast aus, der sagt mir nichts. Ich werde heute auf jeden Fall mir irgendwas brechen, ich sag's dir. Bro, er hat recht, vielleicht sind wir Brüder. Vielleicht waren wir schon immer verbunden und wurden getrennt, wie ein Säugling von seiner Mutter. Ich laber nur Scheiße heute. Oh mein Gott, ey, das ist zu krank, wirklich. Und das habt alles ihr gebaut. Das ist, war eine Wiese und drüber gefahren, 100, 200, vielleicht auch 1000 Mal. Und dann war das halt hier einfach nur Erde. Ah ja, ihr habt es quasi mit den Autos so platt gefahren, ja. Und es hat sich irgendwann mal ergeben, dass die ihr seid mit dem Auto drauf und die Rennstrecke war so da. Also geil. Auch so hier. Geil. Boah. Sorry, Bro. Es tut mir leid. Das Ding ist, ich wette auch, die Jungs sind übel sympathisch. Wenn die YouTube-Kanal machen würden, würde abnormal abgehen, ne? Absolut normal. Ja? Ja. Ich bin zu Hause. Na, müsste mal wieder gemäht werden. Nee, warum müsste hier gemäht werden? Hä? Das ist eine Crossstrecke, Bro. Du fährst doch nicht hier über den Rasen rüber hier. Oder über das Gestrüpp. Absolut lost. It's Movie Time, fährt einfach neben der Strecke rüber. Zu Hause. Zum Glück hast du keinen Führerschein.
Zum Glück. Willkommen. Ja, hier sind die gerade teilweise 80 Sachen drauf. Wow, 80? Ja, also wenn wir Autos mit viel Leistung haben, so 160 PS hatten wir mal einen Volvo. Hier, anstatt It's Movie Time, fährt nicht hier lang, er fährt hier über die Reifen rüber und so. Absolut Ehrenmann, danke. Cool. Danke It's Movie Time für deine super Beiträge hier in dem Chat. Hier am Ende der Wagen hatten wir kurz vor 80 km/h. Wow. Ehre, Sabrina. Dicke Eier, um das hier durchzuziehen. Dann. Dicke Eier, ja. Ich glaube, ich habe dicke Eier. Wir machen das. Bro, wie geil, wie geil. Das wird jetzt richtig geil. Ich habe ja das letzte Mal mit deinem Bruder darüber gesprochen, mit dem Elvis. Ja. Weil ich habe es von da oben gesehen. Ich stand da oben und ich habe gesehen. Zieh dir das rein, da stehen einfach kaputte Autos. Sehen. Warte mal, bevor ich weiterlaber, kann ich kurz. Kannst du machen? Ja, nice. Oh, Scheiße, Bro. Was? Ich komme schon drum, aber dieser Stein ist einfach. Jetzt sind wir schwach geworden. Gefroren. Warte. Da liegt einfach ein Auspuff. Ah, hier. Ey, was ist los mit diesen scheiß Steinen? Ah, jetzt. Okay. Die Staff, ja? Ja, darfst du. Geil, einfach geil. Was wollte ich gerade sagen? Ach so, genau. Ich habe Elvis letztes Mal gefragt, was das hier ist. Und der hat mir gesagt, dass das der Kühler ist. Ja. Und wieso ist das der Kühler? Weil der sitzt ja nochmal hier vorne und wir fahren hier so krass, dass wir teilweise einen Meter hoch abfliegen. Und dann, wenn wir aufsetzen, dann ist der Kühler jedes Mal kaputt. Und dann haben wir uns gedacht, haben wir keinen Bock drauf und dann ist das schnell und fertig. Aber jetzt können wir uns praktisch überschlagen und er wird ja immer kühl bleiben. Ja, dazu gibt es nichts mehr zu sagen, Bro. Ich habe keine Worte, was ist das hier? Die bauen den Kühler auf dem Dach. Das ist ein Spanngurt. Abschleppseil. Ich weiß nicht, wieso der da hin. Okay. Und die, kann man die jetzt auch fahren? Sind die? Die Tür ist festgeschweißt. Weil wieso? Die ist rausgefallen. Wieso? Und dann einfach, wie steigt die ins Auto ein? Von Beifahrerseite. Ach so. Das Auto fährt und die ist doch nicht festgeschweißt. Nee, die ist nicht festgeschweißt. Das heißt, ich kann die. Die kannst du nicht aufmachen. Ne? Ich hatte auch so ein Poloch. Ah, die Polochis. Das sind die Polochis, ja. Bro. Ich hatte auch ein Poloch. Weißt du noch, hast du das Video gesehen mit dem Poloch, wo ich Farbe reingemacht habe? Hab Rest in Peace an der Stelle. Hä, hey, das fährt doch nicht mehr das Auto, oder? Nein, das war der 6N. 6, ja, das 6N gab es aber einmal 1.0 oder wie der hieß und 2.0. Ach echt? Ich weiß gar nicht. Einmal mit so etwas dünneren Scheinwerfern und einmal mit hier so etwas dickeren Scheinwerfern. Ah, okay, hab ich gar nicht gewusst. So, quasi so ein Facelift. Ja, Facelift. Ah, nice. Ja, Schlüssel steckt? Schlüssel steckt. Ja? Denkst du, der geht an? Nee. Niemals. Batterie leer. Das ist das kleinste Problem. Bro, lach mich doch nicht aus. Du hast mich gerade ausgekannt. Ich hab doch keine Ahnung. Ich bin doch ein Noob. Ich kann gar nicht laufen. Ich bin zwar älter als du, aber ich nicht sagen, guck mal, wie der aussieht. Was will da denn noch laufen? Mir fehlt der halbe Motor. Wir hatten Wutanfälle und dann... Ich kenne das. Sind wir zum Schluss mit einem Zylinder gefahren. Bruder, ich kenne das. Und das nennt sich ADHS. Das habe ich auch. Ja. Die läuft eigentlich noch. Aber... Wir haben keinen Bock, die zum zu kriegen. Darf ich? Ja, darfst du machen. Geil. Wow, Bro. Ja, okay. Geil. Seid ihr mal so heftig gegen irgendwas gefahren, dass die Airbags aufgeplatzt sind? Nein. Nee, das müssen wir machen. Ich bin mal mit 40 oder so gegen Baum gefahren. Ein halbes Auto vorne eingeknollt, aber sind auch keine Airbags aufgesetzt. Hä, hey, komisch. Weiß ich nicht, wieso das. Normalerweise ab, glaube ich, 30 km/h oder so, gehen die auf. LOL! Oh, Bro, selbst wenn du den jetzt zum Laufen oh bringen würdest. Oh mein Gott, Leute! Da steht einfach Juju und Sophie. Heftig, was macht ihr denn da? Loh, ich wusste gar nicht, dass sie da mit Chabo jetzt Videos dreht. Das ist natürlich krass. 30 km/h oder so, gehen die auf. Oh. Oh, Bro, selbst wenn du den jetzt zum Laufen bringen würdest, könntest du ihn jetzt hier nicht rausfahren. Das geht nicht. Die müssen weg. Wenn die eh nicht gehen, machen wir die weg. Wir holen hier krassere Autos. Guck mal, Hammer. Bruder. Kannst du auch mal hier überall draufschlagen? Ja, darf ich? Darfst du, ja. Hast du das auch schon mal gemacht? Ich. Das ist geil, ich gell? Ja, hier, da ist ein Loch in der Tür. Oh, der ist ziemlich kalt. Darf ich? Ja, ich komm. Ich merke schon. Natürlich darf ich. Mach doch die Scheibe kaputt! Oh. Direkt vorne. Super. Jetzt hat er einen Spoiler. Bro, du hast einen Spoiler gemacht. War aber mäßigste Spoiler. Ja. Lass fahren. Ja. Lass mit dem Volvo fahren. Und keine Ahnung, Bro. Das Einzige, fahr einfach, aber bring mich nicht um. Weil dieser Monat war extrem gut, weißt du, ich will noch so ein bisschen chillen. Ja, vielleicht hole ich so mir auch PlayStation 5, ein bisschen zocken. Es gibt so dieses Spiel, wie heißt das? Bro, ich vergesse immer diesen Namen, da kannst du auch Autos gegen Autos fahren. Ach so, Da ist das, Bro. Ihr habt sogar Hühner? Ja, von den Nachbarn. Da sind unsere Zuschauer, wenn die hier Rennen fahren dann. Ah, okay. Oh, schön. Schöne Hühner. Na, ihr Kleinen? Ihr Dreckigen. Du Hühner sind geil, man hat immer frische Eier, oder? Diesem ja, Drecksauto da runterfahren. Nochmal machen, weil es halt ziemlich dumm war. Ja. Dann sind wir hier runtergefahren.
Was? Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ein bisschen steil. Nein, das hast du nicht gemacht. Es gibt ein Video, das hat mein Bruder aber. Er kann dir das mal schicken. Habt ihr das Auto runterrollen lassen oder war einer drinnen? Wir waren drinnen. Ihr seid doch behindert. Weiß es euer Dad? Das hat er nicht gemacht. Der weiß das doch. Der weiß das? Ja. Ja, hat dann gesagt, okay, ja. Patrick. Ah, geil, guck mal. Nebelscheinwerfer. Das will ich jetzt auch schaffen. So, jetzt geht's ab auf die Rennstrecke. Rennstrecke, Junge, das ist doch krank. Das ist eine Offroad-Rennstrecke. Achso, was man dazu sagen muss, zu den Leuten, damit die das verstehen. Diese Rennstrecke, ihr Digga, wo ist diese Scheiße? Diese Rennstrecke ist nur, also eigentlich nur im Sommer befahrbar, ne? Ja. Weil im Winter ist hier, wenn es jetzt nicht zugefroren ist, ist hier viel zu viel Schlamm. Die Erde ist zu weich, um da drauf zu fahren. Aber dieses Problem werden wir auch auf dreckigste Art und Weise lösen, indem wir ein Allradfahrzeug holen. Mit Offroad-Reifen. Romeo. Ja. Bruder, vorsichtig, okay. Ja? Weil nicht nur, ich weiß selbst nicht, wie sich das Auto verhält. Nein. Deswegen fahre ich die ersten Runden immer so, dass ich dann weiß, wie es sich verhält. Okay, nice. Weil nicht nur, dass du denkst so, Kamera ist an und wir werden jetzt komplett ausrasten, um den Leuten zu zeigen, weißt du, lass dein Ego unten und chill. Weil ich habe wirklich Angst. Junge, einfach im Paradies gelandet. Ach du Scheiße, Bro. Bro. Oh, ey! Das hätte ich jetzt gerne noch gesehen, Alter. Check Chabo ab fürs neue Video. Ich bin gespannt, Leute. Wir werden auf jeden Fall drauf reaktieren. War gerade echt gespannt gewesen. Ich hätte mich gefreut, hätte ich es noch gesehen. Aber er ist ein sehr guter YouTuber. Man muss die Spannung oben halten. Und den Cliffhanger fürs nächste Video, der muss big sein. Und der war babamäßig, Bro. Also der Chabo ist hier nicht nur Filmemacher, sondern auch absoluter Regisseur und Spannungsaufbauer. Das ist sehr nice. Thank you.